Unsere Aufgabe im Rahmen des FBZHL ist ja, die Lehrenden an der Universität letztendlich weiterzubilden zu dem Thema Lehre. Das heißt also, wir sind von unserer Herkunft her, kommen wir zwar aus unterschiedlichsten Bereichen, aber wir haben uns irgendwann mal auch auf den Bereich Hochschuldidaktik spezialisiert und dort eben auch uns entsprechend vertieft. Und das, was wir gerne heute vorstellen möchten hier in diesem Rahmen, ist eben ein Blended Learning Kurs, Beratung in der Hochschullehre, den wir konzipiert und entwickelt haben für die Lehrenden an der Hochschule hier. Beratung stellt ja einen zentralen oder wichtigen Punkt auch in der Lehrtätigkeit dar, auch wenn es erstmal nicht auf den ersten Blick der Kernbereich der Lehre darstellt, aber letztendlich soll die Beratung von Lehrenden für die Studierenden ja die unterstützen auch in ihrem Lernprozess. Und wir würden gerne hier in diesem Rahmen einfach zunächst mal das Kurskonzept vorstellen und dann auch ein paar Erfahrungen bei der Durchführung des Kurses hier benennen und so ein paar Gedanken, die uns dabei auch so gekommen sind oder entstanden sind. Und wir zeigen, bevor wir jetzt auf das Kurskonzept im Einzelnen eingehen, zunächst einmal, dass das neben den Präsenzteilen, auf die wir dann gleich eingehen, eben ein Stud-on-Kurs ist. Sie sehen, da werden dann, gibt es ein Forum, Lernziele, Lerninhalte, Aufgaben und zusätzliches Material. Und bei den Lerninhalten gibt es dann eine Reihe von Modulen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstständig durchzuarbeiten haben. Und in diesen Modulen, die die Leute durcharbeiten, gibt es dann eben kleine beispielhafte Videos von Beratungssequenzen. Und da haben wir zwei unterschiedliche Formen entwickelt. Die eine Form zeigt ein schlechtes Beispiel, was kann alles schief laufen, und die andere Form zeigt dann eben, was kann auch gut laufen. Und wir würden gerne jetzt erstmal einen kurzen Ausschnitt zeigen aus dem misslungenen Beispiel. Ist das richtig? Nun kann man jetzt hier was finden. Wo ist denn mein Artikel hingekommen? Ja, kommen Sie rein. Was wollen Sie denn? Ich hatte Ihnen eine E-Mail geschickt. Eine Mail? Wann denn? Das ist schon eine Weile her. Ach, da ist er ja, mein Artikel. Addiert oder multipliziert die Natur? Ein richtig spannendes Thema. Welche im Übrigen in 14 Tagen... Also es gibt schon den ersten guten Einblick drin. Kann man jetzt weiterklicken? Worum es so geht und was man mit Videos auch ganz schön zeigen kann, und das ist eben gerade in dem Beratungskurs auch was, was uns sehr am Herzen gelegen hat. Ich will zuerst noch mal kurz auf die Zielgruppe eingehen. Es sind bei uns Dozenten, nicht Studierende, Leute, die in der Beratung tätig sind, vor allem eben auch in der Beratung von Studierenden tätig sind. Das Kurskonzept basiert auf zwei großen Bereichen. Einmal so wissensorientiert, es gibt einen Haufen Dinge, die man eigentlich einfach nur lernen muss. Und das zweite handlungsorientiert, und da helfen uns vor allem auch diese Videos, bestimmte Sachen schon im Vorfeld zu zeigen, dass man das zeigen kann. Also wissensorientiert stellen wir eben vor, wie ist ein Beratungsgespräch überhaupt aufgebaut, was sind relevante Aspekte in der Kommunikationspsychologie oder in was für einem Kontext steht Beratung überhaupt, hier speziell auch in der Hochschuldidaktik oder in der Hochschullehre. Und das zweite ist eben hier so diese Gesprächsführung, die man in den Videos ganz schön sehen kann, an diesen schlechten und später auch an den guten Beispielen, die wir dann auch noch didaktisiert haben, also wir haben die dann noch aufbearbeitet, und wo man da schon einiges sehen kann. Und das ist dann kombiniert in Verbindung, der Kurs ist aufgebaut praktisch als Blended-Konzept und hat fünf verschiedene Phasen. Also zuerst gibt es den ganz kurzen Einführungspräsenzteil, wo sich die Teilnehmer kennenlernen, wir den Online-Kurs kurz vorstellen und erstmal abklären, was sind auch die Erwartungen der Teilnehmer und wie läuft das Ganze ab. Dann findet innerhalb von ungefähr 4 Wochen dieser Online-Kurs statt, wo die Leute das bearbeiten können.
Danach gibt es ein Präsenzseminar, wo die, es werden eben Beratungswerkzeuge kennengelernt. Das wird dann geübt in einem Präsenzseminar, was so über den ganzen Tag geht. Da ist wirklich Üben, Üben, Üben angesagt und offene Fragen werden noch behandelt und wir arbeiten da auch sehr konkret mit den Beratungssituationen der Teilnehmer. Die bringen ihre eigenen Sachen mit. An denen haben sie vorher schon gearbeitet in dem Online-Tool, also das wird dort auch aufgegriffen und dann beübt. Dann gibt es nochmal eine ungefähr zweimonatige Erprobung und Umsetzungsphase in der Praxis, also wo sowohl das aus dem Präsenzseminar, die Übungen, wie auch die aus dem Online-Kurs umgesetzt werden können. Und am Schluss nochmal den Abschluss mit Erfragung, was ist umgesetzt worden, was hat gut geklappt, was bräuchte man noch, so ein Abschluss von dem Seminar. Geht über ein ganzes Semester, der Kurs. Noch ein zweites Videobeispiel, was sollen die Dozenten dann vielleicht gelernt haben? Das ist jetzt das, wie es danach vielleicht ausschauen könnte nach unserem Kurs. Also die Hoffnung haben wir dann. Guten Tag, Herr Ohmeyer. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit für mich genommen haben. Ja, gerne. Sie haben mir eine Mail geschickt, aber worum geht es denn genau? Ja, ich hatte ja jetzt den Zweitversuch in Statistik und ja, ich bin leider wieder durchgefallen und ich weiß gar nicht so genau, woran das eigentlich liegt. Also ich habe natürlich bei der Noteneinsicht gesehen, dass ich einfach nicht genügend Punkte habe. Aber ich weiß irgendwie gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ich habe vorher auch schon so viel gelernt gehabt. Naja, ich sehe das schon beim dritten Mal. Da brennt es natürlich richtig. Und Sie haben jetzt wahrscheinlich Sorge, dass Sie beim nächsten Versuch wieder nicht bestehen könnten. Ich habe mal vorher schon mal Ihre Arbeit rausgesucht. Ich habe gesehen, Sie haben schon viel gearbeitet und fleißig gelernt. Ich habe ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Was müsste denn das zu besprechen sein? Was ist das Wichtigste, damit Sie hier zufrieden wieder rausgehen? Ja, Sie haben den Unterschied gesehen, also zwischen vorher und nachher. Das ist natürlich die Idee dabei, das etwas darzustellen. Natürlich wirkt das dann im Video vielleicht manchmal jetzt gerade auch in der direkten Gegenüberstellung natürlich sehr, sehr hart oder sehr verändert. Ob es immer in der Realität so ist, wissen wir natürlich nicht. Aber was wir natürlich vermitteln wollen, das hat man gerade nochmal gesehen, auch in dem Online-Kurs sind Beratungswerkzeuge. Das heißt, Dinge, die letztendlich mit persönlicher Haltung zu tun haben, die damit zu tun haben, wie man sich anderen Personen zuwendet. Und darüber kann man zwar sehr viel reden und man kann das sehr viel beschreiben, aber die Idee eigentlich hier ist auch, das wirklich im Video zu zeigen. Also, und das ist eben der handlungsorientierte Anteil. Nicht? Also es geht nicht allein darum, dass wir hier Wissen vermitteln wollen, sondern wir wollen wirklich zeigen, wie laufen eigentlich bestimmte Beratungshandlungen ab. Also, und da versuchen wir auch Modelle dafür zu bieten. Das ist eben der Aspekt auch Lernen am Modell, der eigentlich hier auch ganz gut funktioniert und von den Teilnehmern und auch uns auch als ganz positiv zurückgemeldet wird. Insgesamt wird der Kurs, also wir haben jetzt zwei Durchläufe bislang gut angenommen. Als sehr gut wird eben gerade auch dieser Wechsel von Präsenz und Online empfunden. Also in den Teilen, in denen die Leute eben nach ihrem eigenen Zeitplan sehr intensiv für sich auch theoretische Grundlagen erarbeiten können, sich aber auch mentale Modelle davon bilden können, was sie letztendlich nachher umsetzen wollen und in der Präsenzzeit eben genau die Möglichkeit haben, das zu üben und Feedback dazu zu kriegen. Also sowohl der Präsenzteil wie der Online-Teil ist in sich, also oder haben wir wenigstens versucht, das didaktisch zu begründen. Wir haben dort Präsenz, wo es eben einen Mehrwert bietet, dass Menschen zusammenkommen und wir haben auch dort Online-Teile, wo es letztendlich genügt, dass jemand auch für sich selber ein Stück weit alleine arbeitet und sich erstmal auch ein Modell bietet. Also das wird ganz gut angenommen. Natürlich haben wir wie bei jedem Projekt, mit dem man so beginnt, zunächst auch nochmal Veränderungswünsche gehabt. So haben wir beim ersten Durchgang beispielsweise noch nicht so stark den Aspekt berücksichtigt, dass viele Teilnehmer bei dem Online-Kurs eine relativ klare Zeitvorgabe eigentlich wünschen, bis wann was zu bearbeiten ist. Das haben wir so ganz offen gehalten, haben gesagt, über 4 Wochen irgendwann arbeitet ihr das mal da durch, wenn ihr Zeit und Lust habt.
Und dann hat sich eigentlich herausgestellt, dass viele Teilnehmer da doch interessanterweise wünschen, auch ein bisschen mehr an die Hand genommen zu werden. Was ich selber eigentlich auch wieder interessant finde oder wir interessant finden, weil wir ja letztendlich nicht wieder Studierende haben, sondern selbst Dozierende, also Leute, die ja selber eigentlich Studierende anleiten und dort vielleicht auch wieder ähnliche Erfahrungen machen. Ja, besonders wichtig sind natürlich alle Bestandteile auch von Feedback und Assessment, also zu überprüfen, was habe ich getan, tue ich das richtig. Also da wurde sogar fast noch mehr gewünscht, wobei das für uns ein bisschen eine Herausforderung ist, da wir schon relativ große Präsenzanteile haben und wir da wirklich versuchen, äußerst viel Feedback auch zu geben in diesen Teilen. Ja, was war für uns so das Fazit? Das war auch unser erstes gemeinsames großes Projekt mit Videoeinsatz, was wir hier unternommen haben. Und wir haben natürlich dabei auch eine relativ hohe Lernkurve gehabt, haben auch nochmal gesehen, dass wir eben auch von vornherein ein gutes didaktisches Gesamtkonzept für so etwas brauchen, dass das auch einen gewissen Aufwand ist, das wirklich zu überlegen, wie bauen hier die einzelnen Teile aufeinander auf, was zeigen wir wirklich in Videos, was ein Mehrwert ist. Also wir hatten anfangs auch eher so Ideen, wir erzählen den Leuten quasi wie in einer Vorlesung halt per Video etwas darüber, bevor wir gemerkt haben, nee, der wirkliche Mehrwert beginnt eigentlich dort, wo wir den Leuten etwas zeigen können im Video, was man zwar lang und breit beschreiben kann, aber was man einfach mal gesehen haben muss. Ja, also wo es wirklich um Handlungen geht und dass wir dort einen echten Mehrwert hatten. Bei einem solchen Kurs, auch das ist für uns nochmal ganz deutlich letztendlich, wo es sowohl um Wissensvermittlung als auch um die Vermittlung von Handlungen geht und vielleicht auch von Haltungen geht, können wir nicht auf die Präsenzanteile verzichten. Wir können nur überlegen, welche Anteile sind einfach sinnvoller in einem Online-Teil, welche muss ich nicht einfach in der Präsenz da unterbringen und kann die Präsenz dafür entlasten und dort wirklich das tun, wo es dann wieder einen Mehrwert bietet, dass Menschen wirklich zusammenkommen. Ja, und damit bedanken wir uns eigentlich an der Stelle und haben noch, glaube ich, ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielleicht keine fünf, aber vielleicht die eine oder andere. Vielen Dank für euren Vortrag.